Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es den Lesemonat Juli für euch. Ich habe bei einer Doppelmonats-Challenge mitgemacht im Lesegarten. Und zwar ist es die Tausendfüßer, nicht Füßler, ich dachte immer, das heißt Füßler, nein, die Tausendfüßer-Doppelmonats-Challenge. Da geht es im Wesentlichen darum, je länger ein Buch ist, desto mehr Sonderpunkte gibt es und man kann somit eigentlich alles lesen, was man möchte. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht jeweils dazu sagen, wie viele Füße sozusagen von 1 bis 10 jetzt die Seiten- oder Minutenanzahl gebracht hat. Aber da war ich auf jeden Fall sehr froh darüber, dass ich mir meine Monate Juli und August super flexibel gestalten kann. Ich werde in diesem Monat relativ viele Hörbücher erwähnen, denn ich habe seit Beginn des Monats in einem sehr, sehr langen Buch gelesen, was dann erst so wirklich auf dem letzten Drücker des Monats quasi beendet werden konnte. Und dementsprechend, ja, das erste Hörbuch, was ich gehört habe im Juli, ist Die Tochter des Dr. Moreau von Silvia Morena Garcia. Das ist eigentlich bei mir auf dem haptischen Sub als Limes- bzw. Bücherbüchse-Ausgabe mit 448 Seiten aus 2023. Ich habe es aber über Libby gehört, im DAV-Verlag erschienen mit 12 Stunden 23 Minuten Laufzeit, auch aus dem Jahr 2023. Gelesen wurde das Hörbuch von Julia Nachtmann und Sascha Rotermund. Die haben 270 bzw. 333 Ergebnisse auf Audible. Sie fand ich mal wieder echt gut. Seine Stimme war mir vom Timbre her viel zu sanft und hell für den Charakter, den er gesprochen hat, nämlich einen alkoholsüchtigen Mann fürs Grobe. Dieses Buch ist inspiriert vom englischen Klassiker Die Insel des Dr. Moreau von H.G. Wells, in dem es um zwei Ärzte geht, die auf einer Insel chirurgische Chimären schaffen, indem sie wilde Tiere mit Menschen vermischen und die das Wilde der Tiere auf lange Sicht nicht gebändigt kriegen und ein schlimmes Schicksal erleiden. Um das mal so ein bisschen in Kontext zu setzen. Dieses Buch spielt auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan und erzählt von Dr. Moreau, der auch hier Chimären durch Wissenschaft erstellt. In diesem Fall eher genetisch, obwohl es dafür im 19. Jahrhundert noch kein Wort gab. Neben Moreau sind noch seine Tochter und einige Angestellte auf dem entlegenen Anwesen Menschen. Die Hybriden leiden Schmerzen und sterben früh. Gerade Carlotta, Moreaus titelgebende Tochter, ist mit den Hybriden aufgewachsen und fühlt mit ihnen, während Moreau eher hart und abgestumpft daherkommt. Einer der Angestellten, Montgomery, ein erfahrener Jäger und der oben erwähnte Mann fürs Grobe, findet heimlich Gefallen an Carlotta, die langsam ins heiratsfähige Alter kommt. Die verliebt sich jedoch in den Sohn des Geldgebers ihres Vaters, der zu Besuch kommt, um Schwung in die jahrelang schon stockende vorangehende Forschung zu bringen. Die Idee war nämlich, die Hybriden als billige Sklaven in Masse zu produzieren. Die Situation eskaliert und die tierischen Instinkte kommen in allen zum Vorschein. Für mich plätschert es leider nur so dahin. Es war durchaus gut geschrieben, weil man sowohl mit Lotti als auch mit den Hybriden mitfieberte und auch wollte, dass alles für die Guten gut ausgeht. Aber letzten Endes fand ich weder das Thema mit den Chimären total spannend, noch kannte ich das Original und konnte es da aber auch nicht in Relation sehen oder würdigen. Es bringt neuen Schwung in die altbackene Geschichte und führt die weibliche Perspektive ein. Den großen Twist habe ich aber von kilometerweit entfernt kommen sehen und Moreno Garcias Horror ist eigentlich immer eher so Ekel-Körper-Horror, muss man auch mögen, von mir hierfür 3 Sterne. Dann habe ich eine Reihe beendet und zwar The Love We Feel von Olivia Dade, ist eigentlich im KISS oder Bücherbüchsen Verlag erschienen mit 462 Seiten aus 2023, aber auch hier habe ich es wieder digital in der Bibel ausgeliehen über Argon Romance mit 13 Stunden 22 Minuten Laufzeit, ebenfalls aus dem Jahr 2023. Gelesen wird es von Ella Larsson, die hat nur 10 Ergebnisse auf Audible. Ich fand besonders ihre Aussprache von so schwedischen Begriffen super gelungen und habe ihr sehr gerne zugehört. Das ist wie gesagt der letzte Teil der Reihe. Es ist erwachsene Romance mit hohem Erotikanteil. Maria und Peter sind Nebendarsteller der berühmten Fernsehserie Gods of the Gate und hatten schon vor dem Casting einen heißen One-Night-Stand. Nun müssen sie jahrelang auf einer abgelegenen Insel ihre Szenen shooten. Gefährlich. Während Peter rückgratlos alles mitmacht, um seiner Karriere nicht zu schaden, auf die er übermäßig stolz ist, steht Maria für ihren dicker als die Norm Körper ein, den sie nicht entharrt. Bei diesem Band konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, warum Maria Peter gut findet und mehr als nur eine Affäre möchte. Er putzt sie nach dem gewonnenen Casting total runter und zieht ihre bisherige Karriere am Theater ins Lächerliche. Später steht er weder für sich noch für sie vor den Showrunnern ein und das hat mich einfach nur wütend gemacht. Es war Grumpy Meets Sunshine, wo aber der Grumpy-Part für mich nicht liebenswert war. Maria wäre aus meiner Sicht mit jemand anderem, der hier aber nicht vorkam, glücklicher geworden. Von mir hierfür deswegen auch 3 Sterne. Nachdem ich ganz brav 2 Bücher über Hörbücher vom Sub erlöst habe, bin ich völlig eskaliert und habe 3 Titel ausgeliehen, die ich noch nicht auf dem Sub habe, weder auf dem Hörbuch noch auf dem normalen Sub und habe die einfach mal zwischendurch mal eben so gehört. Das war zum einen Inheritance aus der American Royals Reihe von Catherine McGee.
ist im Books on Tape Verlag erschienen, mit einer Laufzeit von 2 Stunden 48 Minuten aus dem Jahr 2022 und gelesen von Brittany Presley, die hat über 600 Ergebnisse auf Audible und das hat es auch sehr gut gelesen, war auf Englisch. Was wäre, wenn es auch in den USA eine Königsfamilie gäbe? Das ist die Prämisse dieser Jugendbuchreihe, von der ich ja den ersten und zweiten, glaube ich, gelesen habe. Das hier ist quasi 0,5. Also in dieser Kurzgeschichte begleiten wir alle ProtagonistInnen und Nebencharaktere aus der Reihe bei einer schicksalhaften Partynacht vor den Ereignissen von Band 1. Ich hatte das englische Hörbuch bei Libby verfügbar gefunden und ja, mir war irgendwie mal wieder nach dieser Reihe nach Klatsch und Tratsch und royalem Drama. Schlussendlich fand ich es aber redundant. Die Vorkommnisse dieser Nacht werden in den eigentlichen Büchern nach und nach enthüllt, was ganz viel dramatischer und geheimnisvoller war als jetzt so. Wir erfahren hier also nichts Neues, deswegen plätscherte es zum einen Ohr rein und zum anderen leider wieder raus, lohnt sich also nicht wirklich aus meiner Sicht. Von mir hierfür 3 Sterne. Schon ewig auf meiner Wunschliste war The Poet X von Elizabeth Acevedo. Das ist im Quilltree Books Verlag erschienen, mit einer Laufzeit von 3 Stunden 31 Minuten aus dem Jahr 2018. Gelesen von der Autorin selbst, und das fand ich auch richtig, richtig gut, weil sie das als US-Amerikanerin mit hispanischen Wurzeln perfekt rüberbringen konnte. Auch einige weitere Gemeinsamkeiten teilt sie mit ihrer Protagonistin Xiomara an, nämlich zum Beispiel, dass beide Poetry Slammerin sind oder werden. War also auch auf Englisch. In kleinen Poetry Slam-artigen Ausschnitten bzw. Tagebucheinträgen nimmt die Ich-Erzählerin Xiomara uns mit in ihr Leben in Harlem, wo fremde Jungs und Männer sie ungefragt anfassen, weil sie Kurven entwickelt hat und wo zwischen Konfirmation und Schule auf einmal die erste große Liebe wartet und ein riesiges Gefühlschaos auslöst. Und das nicht nur bei Ex, sondern auch bei ihren Eltern mit ihrer erzkatholischen Einstellung zu Liebe und Sex, die mich übrigens sehr, sehr sauer gemacht hat. Die arme Xiomara und auch ihr schwuler Zwillingsbruder Zwilling dürfen sich nicht ausprobieren. Das Elternhaus ist mehr als strenggläubig und einen Freund haben wird komplett verteufelt. Und all das gipfelt in Geheimnissen, schlechtem Gewissen und Rebellion. Eine harte Jugend, wo sich die Protagonistin so richtig freikämpfen muss, um ihren Weg im Leben zu finden und wie das Schreiben von Gedichten ihr dabei hilft. Es gab einfach nichts zu meckern. Ein toll formuliertes, kurzes Fensterbuch in die Pubertät einer in einer strenggläubig-christlichen Familie aufgewachsenen Hispaner. Von mir 5 Sterne. Und das dritte Buch, was ich mal eben so weggesnackt habe, war Sterne sieht man nur im Dunkeln von Maike Werkmeister. Das ist im Hörverlag erschienen und hat eine Laufzeit von 6 Stunden 58 Minuten aus dem Jahr 2019. Gelesen von Anna Carlson, die hat 129 Ergebnisse auf Audible, liest auch einige so Kinderbücher, aber auch Love to Share oder Locked In, also Romantik bzw. Krimi-Filler, also super bunt gemischt. Ich fand auch, sie hat gut gelesen, aber ich fand sie jetzt nicht herausstechend, sondern ja, solide und angenehm. Annie hat alles. Sie ist mit ihrem Langzeitfreund Thies glücklich, lebt in einem schönen Häuschen in Bremen und lebt ihre Kreativität als Game-Designerin und nebenberuflich mit dem Druck und dem Rahmen von selbstdesignten Sinnsprüchen aus. Bis Thies auf einmal heiraten möchte und sie unbeabsichtigt unter Druck setzt. Annie kriegt Panik und ihre Bindungsängste kicken voll rein, weswegen sie 6 Wochen Urlaub von ihrem Freund nimmt und zu einer alten Freundin, mit der es einmal einen Vorfall gab, nach Norderney fährt. Dort hilft sie in deren Café aus und versucht, sich klar zu werden, wo sie mit ihrem Leben hin will, beruflich und in der Liebe. Parallel nähert sie sich ihrer alten Freundin Maria an und wir als Leser erfahren, was vorgefallen ist. Ich fand, Annie hatte einen Sockenschuss und Thies tat mir total leid. Die beiden haben eine tolle Beziehung, gehen zwar auch viel arbeiten, aber sind eigentlich sehr harmonisch miteinander. Thies entwickelt ein Bedürfnis nach Beständigkeit, was Annie aber direkt abstößt. Und das war ziemlich hart zu lesen. Der Großteil des Buchs dreht sich allerdings nicht um romantische Themen, sondern um Annies Leben und wie sie es gestalten möchte. Irgendwie ist gar nicht so viel passiert, deswegen ging das Buch auch ein bisschen zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Daher hier auch nur 3 Sterne für. Und dann habe ich es endlich geschafft, das Buch, was ich seit Anfang Juli gelesen habe, zu beenden. Und das war Das Reich der Verdammten von Jay Kristoff. Das ist im S. Fischer Tor Verlag erschienen. Ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe mit 1005 Seiten und ist auch frisch im Mai 2024 erst erschienen. Ich habe dazu eine Leserunde mit Ramona gemacht und es geht hier um Vampire. Eine fantastische Welt voller blutrünstiger Vampire, mächtigen Gestaltwandlern, einer ewigen Nacht und einer hellstrahlenden Hoffnung. Der berühmte Silberwächter Gabriel de Leon erzählt einem Vampir seine Geschichte. In Band 1 ging es noch viel um seine Kindheit und Ausbildung bei den Silberwächtern, im 2. Band um eine abenteuerliche und kampfgespickte Reise durch das ganze Königreich, um mit einem Auserwählten die ewige Sonnenfinsternis zu durchbrechen, die die Herrschaft der bösen Vampire begünstigt. Mehr sage ich zum Inhalt natürlich nicht. Es war wie immer echt gut geschrieben, man liebt die Charaktere, sogar ein Schwert hat hier eine Persönlichkeit. Aber dieses Mal zog es sich für mich stellenweise so sehr, dass ich keine Lust mehr hatte weiterzulesen. Bei einem 1000-Seiten-Buch keine gute Idee, denn dann wird man nie fertig. Es war wirklich ein Auf und Ab mit mir und diesem Buch. Es las sich leider wie ein typischer Mittelteil. Die übergreifende Handlung wird kaum vorangetrieben und auch in den Rückblenden sind wir am Ende trotz der vielen Reisen kaum
vorangekommen. Dazu kam noch, dass es für mich kaum Überraschungen gab und ich so gut wie alle Plot-Twists vorausgesehen habe, weil ich schon so viel Fantasy in meinem Leben gelesen habe oder weil das Buch das Rad absolut nicht neu erfindet, ich weiß es nicht. Ich hoffe aber auf einen spannenden und mich überraschenden dritten Band, der sich hoffentlich nicht mehr so für mich zieht, für dieses Buch leider nur 3 Sterne. Als nächstes habe ich gelesen Ich bin dein Schicksal von Kira Licht. Das ist eigentlich im One Verlag erschienen. Ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe im Regal stehen und es hat 536 Seiten aus dem Jahr 2022. Ich habe es diesmal digital in der Bücherei wieder ausgeliehen und zwar war das im Lübbe Audio Verlag erschienen mit einer Laufzeit von 13 Stunden 57 Minuten, ebenfalls aus dem Jahr 2022. Gelesen von Diana Gantner, die hat 44 Ergebnisse auf Audible. Sie hat super gelesen und sogar die Stimmen leicht verstellt. Zum Beispiel haben die Zahnfeen, die hier eine Rolle spielen, gelispelt. Und darum geht's. Erin hat ein Geheimnis. Schon seit sie ein Kind ist, kann sie Dämonen aus einer Parallelwelt sehen, die sich von der Angst der Menschen ernähren. Das macht sie zu einer der besten Babysitterinnen der Nachbarschaft. Einige relativ harmlose Gamma wohnen sogar bei ihr und vor 3 Jahren hat sie mit Cal, einem mächtigen Alpha, angebandelt. Außerdem verdient Erin erstes Geld damit, Lost Places zu besuchen und sich dabei zu filmen. Gut so, denn ihre Großmutter ist Alleinerziehende, seit Erins Eltern bei einem Autounfall starben. Auf einmal überschlagen sich jedoch an allen Fronten die Ereignisse. Cal kommt zurück und nimmt sie verbotenerweise mit in seine Parallelwelt. Die Zahnfeen begnügen sich nicht mehr nur mit ausgefallenen Zähnen und Erin erfährt, dass hinter dem Autounfall ihrer Eltern weit mehr steckt, als sie dachte. Mir persönlich war es ein bisschen zu sehr Kerstin Gier und zu wenig erwachsen und auch ein bisschen vorhersehbar. Die Parallelwelt strotzt vor fantasievollen Wesen, Bräuchen und Orten. Von einer Art Flunder als Fortbewegungsmittel über kartellartige Familien, die wie Piraten auf schwebenden Schiffen leben. Echt zauberhaft, aber momentan habe ich nicht so Lust auf zauberhaft. Einige Handlungsverläufe habe ich außerdem aus 3 Kilometer Entfernung kommen sehen. Ich werde Band 2 trotzdem bald hören, um zu erfahren, wie diese Dilogie ausgeht und freue mich, dass da quasi Piraten drin vorkommen, denn dann kann ich das im August noch machen. Von mir gibt's für diesen Band 3 Sterne. Die nächste Leserunde gab es Soup Bright von Ellie Hazelwood. Das ist ein Buch aus dem Rütten und Löning Verlag mit 511 Seiten aus dem Jahr 2024. Und dazu habe ich eine Leserunde mit Becca von Das doppelte Lesezeichen gemacht. Misery geht als Vampirin eine Bündnisehe mit dem neuen Alpha der Werwölfe, Low, ein. Ein Jahr für den Frieden und dann schnell scheiden lassen, denkt sie. Und verfolgt auch noch ihre eigene geheime Agenda im Reich der Werwölfe. Doch irgendwie fühlt sich Misery im tiefsten Feindesland so wohl wie schon lange nicht mehr. Und das liegt nicht nur an der süßen kleinen Schwester ihres Ehegattens, sondern auch an ihm selbst. Vorsichtig nähern die beiden sich an, lernen sich kennen und fassen Vertrauen. Und die körperliche Anziehungskraft schadet auch nicht. Leider droht Low aus den eigenen Reihen ein Aufstand und er kann niemandem trauen. Wird ihre Ehe diese angespannte Situation überstehen oder steht ein großer Krieg ins Haus? Hurra! Endlich mal wieder ein Buch, das mich direkt reingezogen und nicht mehr losgelassen hat. Romantasy mit gutem Worldbuilding in einer Welt voller Vampire, Werwölfe und Menschen, die sich bekriegen. Einem riesigen Schuss Humor und einem widerwilligen Liebespaar, das sich erstmal vernünftig kennenlernt, bevor es zur Sache geht. Außerdem charmante Nebencharaktere und ein sinnvoller Plot. I like. 5 Sterne. Das nächste Buch, was ich beendet habe, war All I Don't Want for Christmas aus der Love Songs in London Reihe von Tonya Krüger. Ist im Argon Romance Verlag erschienen mit einer Laufzeit von 12 Stunden 4 Minuten aus dem Jahr 2022. Das habe ich spontan aus der Bibliothek digital ausgeliehen, weil ich die restlichen 3 Bände dieser Reihe auf dem Sub habe und mir der Sinn nach noch mehr Romance stand. Dann wollte ich sie aber doch auch in der richtigen Reihenfolge lesen, auch wenn ich dadurch den endlich warm gewordenen End Juli in Hamburg literarisch auf einmal im eiskalten London verbracht habe. Habe ich also diesen ersten Band, den ich nicht auf dem Sub habe, quasi digital erstmal vorweg gehört. Gelesen von Marie-Lou Pohlmann, die hat 77 Ergebnisse auf Audible und sie hat es wie immer super gelesen. Es ist eine klassische Fake-Dating-Story. Liam will nicht über Weihnachten zu seiner Familie nach Hause, nachdem seine langjährige Freundin und große Liebe Charlotte ihn mit seinem Bruder betrogen hat und nun mit dem zusammen ist. Er würde alles tun, um sie zurückzuerobern. Phoebe ist nach dem kürzlichen Tod ihrer Großmutter ganz allein und steht finanziell nicht sonderlich gut da. Um mit ihrer besten Freundin Joss in den Skiurlaub fahren zu können, bräuchte sie dringend Geld. Da passt es sich gut, dass sich Liam und Phoebe bei einem gemeinsamen Abendessen mit Joss und ihrem Mann, deren jeweilige Freunde sie sind, kennenlernen und direkt merken, dass sie nichts füreinander sind. Warum also nicht so tun, als ob Phoebe Liams neue Freundin wäre und Liam bezahlt Phoebe dafür? Was könnte schon schiefgehen? Liams Familie war schrullig, herzenswarm und es gab super viele sehr absurde Szenen. Von Grannys Babymacherkleid, einer Mischung aus Nachthemd und Gardine, bis hin zu einer halbnackten Ex-Freundin, die den Zimmerschlüssel in ihrem BH versteckt. Aber auch Probleme und Konflikte kamen nicht zu kurz, zum Beispiel wenn der konservative Arztvater abschätzig auf kreative Berufe herunterblickt. An 1-2 Stellen habe ich vermutet, dass wir Überlappungen zu den Nachfolgebänden hatten, zum Beispiel als Phoebe ins Theater geht oder an einer Stelle aus einem offenen Fenster eine Silvester-Playlist dudelt, denn die hätten sonst eigentlich keinen Sinn gemacht, diese kleinen Ausflüchte nach links und rechts.
Auch der Mann von Joss, Phoebes bester Freundin, kommt wie ein Weiberheld und emotional unterentwickelt rüber. Ich weiß nicht mehr und möchte es auch nicht kurz vorher noch nachgucken und mich spoilern, wer in den Folgebänden alles eine Liebesgeschichte bekommt. Könnte mir aber vorstellen, dass deren Liebesgeschichten ziemlich parallel verlaufen und immer mal wieder eine der Geschichten in den anderen, ja, so eine Rolle am Rande spielen quasi, was ich echt cool finde. Insgesamt war ich jedenfalls bestens unterhalten. Es war romantisch, witzig, absurd, mit ausreichend Tiefgang und geschlossener Tür. Perfekt zu Weihnachten, glaube ich. Es hat eine schöne Sogwirkung entfaltet und ich habe es innerhalb von 2 Tagen durchgehört. Von mir hierfür 5 Sterne. Juli war irgendwie auch so ein Büchereimonat, denn das letzte Buch, was ich im Juli beendet habe, ist auch ein Buch, was ich mal eben spontan aus der Bücherei ausgeliehen habe. Und zwar das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, von Thomas Kehl und Mona Linke. Das ist im Ullstein Verlag erschienen, hat 285 Seiten und ist aus dem Jahr 2022. Für Einsteiger finde ich das auch richtig gut geeignet. Vom Money Mindset, Setzen finanzieller Ziele über Erklärungen verschiedener gängiger Geldanlageklassen bis hin zu konkreten Tipps und Anleitungen, wie man in ETFs investiert, ist alles dabei. Auch ein Abschnitt über Mieten oder Kaufen und etliche Beispielrechnungen oder Graphen mit Vergleichen waren enthalten, fand ich toll. Finanzwissen kompakt und einfach erklärt. Der Autor Thomas Kehl ist übrigens auch der Gründer von Finanzfluss, was man sich auch auf YouTube sehr gut angucken kann. Die machen auch eben diverse Erklärvideos und gucken sich Depots an und analysieren die und so weiter und so fort. Ist echt ganz spannend. Mit meinem Vorwissen und 5 Jahren Investiererfahrung war für mich aber leider alles bereits bekannt und es war zwar nett, mein Wissen nochmal aufzufrischen und ein Buch zum Thema Finanzen zu lesen, aber auch nicht mehr. Interessant und bemerkenswert war die damaligen Zinsen als Grundlage der Rechnungen und Beispiele zu sehen. Damals herrschte absoluter Niedrigzins und nun nicht mehr, was einige Einschätzungen mit den heutigen Augen antiquiert erscheinen lässt, beispielsweise zu niedrigeren Zinsen, die man sich durch Bausparverträge sichert oder auch wenn man Konsumschulden hat, dass man dann zuerst diese abbauen soll und nicht parallel noch investieren soll, aber sowas lässt sich nicht vermeiden. Ich hätte sehr gerne einen Nachfolger für Fortgeschrittene, von mir hierfür 4 Sterne. Dann ist das ja ein Podcast größtenteils über Bücher und ich habe einen Tipp für euch aus dem Podcast-Bereich. Fand ich richtig cool. Ich habe davon gehört im Eat, Read, Sleep Podcast von NDR. Und zwar haben die dort hingewiesen auf einen bayerischen Rundfunk-Podcast, der heißt Telephobia. Und dort unterstützt die Moderatorin, Lea heißt die, Personen, die einen super wichtigen Anruf vor sich herschieben. Sei es, dass man gemobbt wurde und mit den Tätern sprechen möchte nochmal, sei es, dass man alte Freundinnen aus den Augen verloren hat und oder von denen noch was zurückbekommen möchte und sich nicht traut, das anzusprechen. Am krassesten, auch wenn da gar nicht viel telefoniert wurde in dem Sinne, fand ich eine Folge, wo jemand von einem Auto überfahren wurde oder angefahren wurde und bleibende Schäden hinterlassen wurden und die Person wollte dann eben den Unfallverursacher nochmal kontaktieren und darüber sprechen, um eben auch so für sich damit abzuschließen sozusagen, also hochemotional, aber ganz tolle Folgen und ja, ich habe den richtig, richtig gerne gehört, ich habe den innerhalb von wenigen Tagen auch alle Folgen erstmal durchgehört und freue mich auf die 3. Staffel, die kommt bei mir im normalen Podcast-Feed sozusagen ab dem 19. September, ist aber jetzt schon in der ARD-Audiothek zu hören. Mal gucken, ob ich da vielleicht schon vorher mal ein bisschen reinlusche oder ob ich geduldig abwarte. Und ja, fand ich richtig, richtig gut. Insgesamt habe ich im Monat Juli 4.411 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen. Das ist nicht sonderlich viel, aber völlig in Ordnung. Insgesamt waren es 10 Titel, 3 Bücher und 7 Hörbücher, keine E-Books. Von meinen Lesevorhaben habe ich auch nichts weiter verfolgt. Ich hatte keinen Titel für 12 für 2024 mit drin, keine Reihe weitergelesen und keinen Subsenior erlöst, aber ist auch manchmal so. Bei der Subhöhe sind wir bei den Büchern bei 155 ungelesenen Büchern. Das ist insgesamt 1 mehr als im Vormonat. Verdammt. Ich habe nämlich 6 gelesen. Davon sind 3 wirklich auch gelesen gewesen und 3 als Hörbuch erlöst. Nämlich Die Tochter des Dr. Moreau, The Love We Feel und Ich bin ein Schicksal. Eingezogen sind aber insgesamt 7. Ich habe einmal bei der Bücherbüchse was Vorbestelltes erhalten, nämlich Love Theoretically von Ellie Hazelwood. Dann von Chester Fandoms hatte ich was vorbestellt, und zwar Love Redesign von Lauren Asher und Belmorte 2, Rot wie die Liebe von Bella Higgins. Außerdem habe ich Geburtstag gehabt im Juli und habe 3 Geburtstagsgeschenke bekommen. When the King Falls und The Queen Will Rise von Marie Niehoff, sowie Chasing the Boogeyman von Richard Schismar oder Richard Schismar, I don't know. Und spontan habe ich noch aus der Bücherei ja das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, ausgeliehen und habe das ja auch direkt durchgelesen. Bei den Hörbüchern sind wir bei plus minus 0 gelandet, nämlich bei 67 Ungehörten. Ich habe zwar 7 gehört, 3 davon vom Buchsub, habe aber auch 7 aus der Bücherei temporär ausgeliehen.
nämlich Die Tochter des Dr. Moreau, The Love We Feel, Inheritance, The Poet X, Sterne sieht man nur im Dunkeln, Ich bin ein Schicksal und All I Don't Want for Christmas. Somit habe ich alle, die ich gehört habe, auch in diesem Monat frisch ausgeliehen gehabt, sozusagen. Und bei den E-Books auch plus minus null, da ist weder was hinzugekommen noch was weggekommen. Insgesamt haben wir somit 314 ungelesene Bücher und Hörbücher und E-Books auf dem Stapel ungelesener Bücher. Das ist insgesamt, wie gesagt, ein Titel mehr bei den Büchern gewesen. Ich hoffe, ich kann euch nächstes Mal dann was Positiveres berichten vom Subabbau und verabschiede mich dementsprechend bis zur nächsten Episode. Ciao! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.